Wir starten ein Format, wo ihr sowieso sehr feiert. Also ihr kennt den Format schon, nämlich was habe ich eingekauft? Was habe ich da in den letzten Tagen eingekauft? Wir werden das Ganze mal hier anschauen. Da sind natürlich ganz viele Produkte, wo ich nebenbei eingekauft habe und natürlich online. Wir fangen mal mit ganz kleinen Sachen, nämlich so Dreierblister. Ihr kennt mich, so Dreierblister feiere ich eigentlich extrem. Ich habe hier für 12,90 € habe ich da in einem Shop eingekauft, wo ich immer wieder zwischendurch die Sleeve einkaufe und solche kleine Sachen einkaufe. Da habe ich da zweimal Mascarade eingekauft und zweimal Temporal Force habe ich da eingekauft. Also da wirklich coole Sache. Habe ich da noch Price Pack bekommen, nämlich die Serie 4 habe ich da bekommen. Und natürlich geht das nach in meine Booster-Sammlung rein. Ich habe von jeder Price Pack Minimum einen. Ich lege das meistens so in ein Card Safer rein und dann in ein PSA Sleeve Slab. Ja? Da mache ich die immer so zu nach hinten und verstaue sie natürlich in meine Booster-Sammlung auch da. Die Dreierblister nehme ich zwischendurch die Booster raus und sleeve sie genau gleich, weil ich da lieber in eine, also Booster für meine Booster-Sammlung mache ich das und deswegen coole Sache. Als nächstes haben wir hier ein alter Tinbox. Ich habe den getradet. Wirklich coole Sache. Da drinnen sind coole Booster-Auswahl drin. Das ist von GX, also ein älterer Tin schon. Und ich habe den getradet, weil da drinnen sind noch Booster, Random Booster drin, wo ich aufmachen möchte. Oder besser gesagt, für meine Booster-Sammlung aufmachen möchte. Deswegen habe ich den getradet. Ich glaube, er ist zufrieden, wie ich auch. Dementsprechend coole Sache, dass ich den da getradet habe. Wir haben da noch mehr Sachen natürlich. Nämlich, ich habe hier von einem Online-Shop habe ich da ein paar Display eingekauft. Für One Piece habe ich da eingekauft. Wir machen das jetzt schnell auf. Wie gesagt, die Preise sind jetzt zurzeit wirklich geil. Ich habe jetzt einen neueren Set zuerst eingekauft. Die anderen kommen noch. Auf jeden Fall haben wir hier coole Displays. Wow, Sebania. Oh, geil. Bubble. Ich habe da noch ein paar Karten dazu bekommen. Eine Promokarte. Geil, von Raffi. Habe ich gar noch nicht. Coole Sache. Die ist jetzt aber geil. Die kenne ich gar nicht. Wenn jemand den kennt, bitte mir sagen. Ich kenne den wirklich nicht. Das ist ja geil. Und boah, Hancock. Ja. Ah, das ist aber cool. Das gefällt mir jetzt sehr gut. Geile Geschichte. Und hier haben wir drei Displays. Nämlich, ich habe da gut eingepackt. Ja. Sehr gut eingepackt. Wir haben hier natürlich die OP7. Habe ich noch keinen einzigen Display. Deswegen habe ich jetzt hier zwei eingekauft. Dann haben wir hier natürlich die 5 zurzeit so günstig, die Awakening of the New Era. Deswegen sowieso von mir eine Empfehlung, den einzukaufen. Und natürlich da die 7. Coole Sache. Natürlich, ich muss sagen, nice, dass ich jetzt auch von der OP7 da zwei Display habe, aber da Damage, leichter Damage, aber ich glaube, das ist voll okay. Man kann nicht erwarten, dass alles in einen Top-Zustand kommt, ganz ehrlich, weil es sind ja nicht alle Sealed-Sammler, es ist ja mehr zu spielen gedacht. Und natürlich solche Cases, ja, lege ich die dann rein zum Schutz. Das Ganze könnt ihr unten, werde ich das Ganze verlinken. Dann könnt ihr solche Cases bei meinem Partner bestellen. Coole Sache. Auf jeden Fall sind sie dann richtig geil geschützt. Packe sie jetzt mal alle schnell ein. Und die aus der Schweiz können bei mir natürlich bestellen auf Insta. Biete das für den Partner an. Auf jeden Fall coole Sache. Coole Sache. Gleich geschützt von Anfang an. Wenn man den natürlich schützen möchte,
die Leute, die wir auch machen, ja, macht es natürlich keinen Sinn. Aber ich denke, auch ein Sammler legt zwischendurch irgendein Produkt auf die Seite. Deswegen muss ja nicht gerade gleich eine Magnetcase sein. Passen überall tiptop rein. Also wirklich coole Sache. Da die PET-Cases. Als nächstes schauen wir dieses Paket an. Was ist da drin natürlich? Ich habe da... Oh, geile Geschichte. Ich habe es schon aufgemacht. Ein ganzes Case an BRB01 habe ich da eingekauft. Also für einen sehr geilen Preis. Wir werden da sicher noch Displays aufmachen. Am besten abonnieren, Glocke aktivieren. Dann werden wir zusammen sicher aufmachen. Wir schauen mal schnell rein. Kiste ist richtig klein, ne? Schau mal. Die japanischen sind sowieso immer so kleine Displays. Und das sind genau, sollte 10 Displays drinnen sein. Ich lasse den jetzt nicht sealed, weil ich ja aufmachen möchte mit euch auf dem Channel. Coole Sache, coole Sache. Vielleicht ziehen wir ja den Godpack. Man weiß nie, ne? Wirklich coole Sache. Wir werden sich zusammen noch auf dem Channel aufmachen. Noch von meinem Kollegen da vom Shop noch etwas bekommen. Ist natürlich Schleichwerbung, was er da macht. er hat mir das Sleeve geschenkt als Dankeschön. Und natürlich für den, höchstwahrscheinlich gedacht für den Manga, für die Nami-Manga. Und vielen Dank an Skybell. Ja, ich werde da sicher auf der Instagram-Seite von ihm dann die Hits teilen. Ich kenne ihn persönlich natürlich auch, den Jobbesitzer. Coole Sache, deswegen. Auf jeden Fall viel eingekauft. Ich denke, das ist jetzt so ungefähr zwischendurch, kaufe ich mir solche Produkte ein. Jetzt ein paar Display von One Piece. Natürlich BRB01. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch das gefallen hat, am besten ein Abo hier lassen. Das Geile ist natürlich die Promo da. Also die ist wirklich, wirklich geil. Aber die Pose ist eigentlich immer die gleiche. Hat sogar Holo-Effekt drauf. Ja, man sieht es leicht. Coole Sache. Werde ich sicher auch noch schnell aufmachen und mein Bein da reintun. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal, wenn wir ein Opening machen. Ciao.